Im Reich der Pflanzen. Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere vermehren und wie es weitergeht. Hier ganz kurz im Bilde die Penis-Chili, dass man mal sieht, wie sie sich entwickelt oder wie sie jetzt aussieht. Man sieht, sie ist immer noch knackig frisch, knackig grün, hat mittlerweile 6 kleine Früchtchen ausgebildet und wird weiterhin mit Biodünger gedüngt. Allerdings nicht mehr ganz so oft, hatte ich damals auch schon erwähnt. Also ja, bei jedem zweiten Gießvorgang im Prinzip, denn eigentlich kann ich sie alle 2 Tage gießen, denn wir wissen ja, sie steht hier in diesem kleinen Topf und dementsprechend verbraucht dieser Topf natürlich, beziehungsweise die Pflanze, dementsprechend viel Wasser, also muss man hier dann schon öfters gießen, aber es funktioniert, wie wir sehen, es ist wunderbar, ja, aber wie gesagt, nur noch in jedem zweiten Gießverfahren bekommt sie dann dementsprechend den Biodünger verabreicht und sie ist tatsächlich knackig grün. Ja, manchmal ist es dann doch besser, mal einen kleinen Topf, da sind manche Pflanzen tatsächlich irgendwie pflegeleichter. Nun ja, das nehmen wir jetzt einfach mal so mit, nicht wahr? Oder lassen es da so hingestellt, wie auch immer. Auf jeden Fall funktioniert das jetzt bei dieser Chili wunderbar. Dann habe ich vor kurzem das neue Substrat getestet für die Sukkulenten. Ich bin richtig begeistert davon. Wir hatten ja diese Wüstenrose hier eingetopft. Die ist knackig, frisch, richtig fett und ja, steht auch fest im Topf, wackelt nicht oder dergleichen und die Feuchtigkeit hält sich sehr gut hier im Substrat, obwohl das Substrat nicht ganz so viel Wasser speichert, aber es ist vollkommen ausreichend für die Sukkulente. Also ich habe sie bis jetzt nicht einmal mehr gegossen, seitdem wir sie damals hier eingepflanzt haben oder vor kurzem beziehungsweise. Und ja, ich bin begeistert. Man kann sehen, wenn die Oberfläche anfängt heller zu werden, bei der Bims, der wird dann richtig schön weiß und darunter ist es dann noch dunkel und von da ist hier also immer noch ausreichend Feuchtigkeit gegeben. So, dann werden wir als wir werden gleich die Champignons. Jetzt hatte ich ja letztes Mal gezeigt, wie wir sie geerntet haben, von der einen Ernte zur anderen Ernte. Im Prinzip hatte aber nicht zwischendurch mal ein Bild gezeigt, wie sie sich entwickeln. Denn es war damals so gewesen, nach der ersten Ernte hat sich lange Zeit gar nichts getan. Irgendwann haben sich dann kleine Kügelchen wieder entwickelt auf dem Substrat und ja, irgendwann sind sie dann so schnell gewachsen, dass sie mir fast über den Kopf gewachsen sind. Im Klartext, wenn wir heute mal reingucken, das Ganze jetzt eine Woche her, seitdem wir sie das letzte Mal beerntet haben. Und ja, lass uns mal überraschen, wie das jetzt in dem Kasten aussieht. Und dementsprechend, ja, warten wir dann natürlich weit ab, bis es zur nächsten Ernte kommt. Aber das ist schon cool anzusehen, dass also tatsächlich nach der Ernte das Ganze lange Zeit so ein bisschen ruht. Es wächst ganz langsam und plötzlich geht es dann ab wie die Rakete. Und von daher halten wir das jetzt dann gemeinsam fest, wenn ich jetzt so alle 2 Tage oder alle 3 Tage, je nachdem, wie sich das entwickelt, dementsprechend eine kleine Aufnahme machen, damit wir, wie gesagt, das auch verfolgen können. Denn wenn man sie selber so ein Anzugset hat und erntet und dann tut sich lange Zeit gar nicht und dann denkt man, oh Mist, da kommt ja gar nichts Richtiges mehr und dann guckst du mal 3 Tage gar nicht und plötzlich hast du so dicke Champignons da im Kasten stehen, dann lachst du dich kaputt, das kann dann tatsächlich passieren. Ja, also werden wir jetzt als allererstes das mal machen. Also das mit der Chili ist so genial. Ja, das werde ich auf jeden Fall für nächstes Jahr mitnehmen. Ich guck mal eben hier rein, könnte Wasser rauslaufen, ja. Weil ich hatte sie vorhin gegossen. Man sieht also, die Erde speichert viel Wasser, ist sehr luftig, sehr locker. Dadurch eben gegeben, weil das Ganze ja durchwurzelt ist, sind überall schon Löcher drin im Prinzip. Also die Erde ist teilweise auch schon ja, weg, kannst du sagen. Und im oberen Bereich hier kann man sehen, ist also ganz trocken. Da zieht überhaupt keine Feuchtigkeit mehr hoch. Also von oben kommt immer ausreichend Luft auch rein. Ja, und wir sehen, also es ist einfach total genial. Tja, meine Güte, das ist so ein klasse Phänomen. Und wie gesagt, man kann in so einem kleinen Topf viel schneller eingreifen als in einem großen Topf. Dementsprechend, weil das natürlich auch schneller verbraucht wird, was hier drin ist, nicht wahr? Ja, das ist so eine geniale Sache. Und die sind so hübsch anzusehen, die kleinen Früchtchen. So. Okay, holen wir jetzt mal die Pilze. So sehen die kleinen Pilzchen jetzt aus, die sich nachträglich entwickelt haben. Wir hatten ja damals hier in dem Bereich auch ganz stark die Sporen. Interessanterweise sind sie trotzdem gut gewachsen. Jetzt aber so, ich habe gerade mal gefühlt, das Substrat ist doch relativ trocken. Das heißt also, ich muss dann doch jetzt mal öfters kontrollieren. Ich hatte nach dem letzten Angießen auch nicht mehr wieder gegossen. Ja, ich bin halt ein bisschen vorsichtig jetzt beim ersten Mal. Ich weiß Bescheid, wir wollen das Ganze auch nicht zu nass halten. So, die Pilze sollte man nach Möglichkeit nicht nass machen, wenn es irgendwie möglich ist, nicht wahr? Ansonsten müssen wir es abtrocknen lassen, müssen wir mal gucken. So, ja, nicht zu viel auf einmal. Interessanterweise ist hier in der Mitte, hier, eine kleine Pfütze jetzt. Also das ist ein Loch drin mittlerweile. Das heißt also, der Kasten im inneren Bereich, das Stroh, was unten drunter ist, wird sich wahrscheinlich jetzt nach und nach zersetzen. Das Ganze wird irgendwann ein bisschen zusammenfallen. Von daher, nun ja, egal. Wir müssen es einfach weiter beobachten. Auf jeden Fall doch recht interessant. Diese ganz kleinen, die man jetzt hier sieht, hier vorne, diese hier, diese dunklen, ich glaube, die standen vom letzten Mal noch da.
Und ich gehe davon aus, dass sie jetzt so dunkel sind, weil sie einfach zu wenig Feuchtigkeit bekommen hatten und dementsprechend nicht mehr wachsen konnten. Aber nun ja, wir beobachten das Ganze natürlich weiter. Dementsprechend, so, das sollte erstmal ausreichen. Ich lasse das dann ein, zwei Tage erstmal wieder stehen und gegebenenfalls gieße ich dann noch ein bisschen nach. Also man sieht aber, jetzt muss man tatsächlich die Feuchtigkeit doch öfters kontrollieren, damit das Ganze halt nicht austrocknet, nicht wahr? Das kann dann auch passieren, denn das Substrat ist dunkel und da kann man nicht erkennen optisch, ob es jetzt noch ausreichend Feuchtigkeit hat oder nicht. Und von daher werden wir das jetzt öfters kontrollieren. Aber es sieht doch so aus, als wenn sich doch zahlreiche kleine, leckere Pilzchen hier wieder entwickeln. Schauen wir kurz noch mal etwas näher. Ich glaube, man kann es ganz gut erkennen jetzt hier bei diesen Pilzhaufen. Und zwar gibt es hier einen hellen und einen dunklen Bereich. Das hier ist hell und das ist also tatsächlich schon ausgetrocknete Erde. Also da sollte man dann doch aufpassen. Hier sieht man, das Ganze ist dunkel, dass einem das nicht austrocknet. Nun gut, dass wir jetzt reingeguckt haben, denn sonst hätte ich das gar nicht gemerkt und hätte einfach weiter abgewartet. Also doch mal etwas genauer hinschauen. Auf jeden Fall sind hier wieder reichlich Fruchtkörper ausgebildet. Also wenn wir denn jetzt ausreichend Feuchtigkeit haben, dann bekommen wir auch wieder eine ordentliche Ernte. Man sieht, da sind überall kleine Köpfchen noch zu erkennen. Ja, Klartext, Feuchtigkeit jetzt auf jeden Fall im Auge behalten. Denn wie gesagt, das Stroh ist auch arg zusammengesackt mittlerweile. Also hier ist schon ein richtig dickes Loch hinten hinter. Das ist also, ja, nicht wahr, das schrumpft alles zusammen jetzt. Und von daher müssen wir dann doch ein bisschen aufpassen. Nun ja, aber sie wachsen tatsächlich ein drittes Mal. Das Ganze ist nach wie vor mit einem Fliegennetz abgedeckt bzw. bespannt und steht im Badezimmer bei etwa 14 bis 16 Grad. Ja, also kommt er dort jetzt auch wieder hin und dann schauen wir mal, wie es damit weitergeht mit diesem Pilzanzuchtset. Also bisher bin ich sehr zufrieden damit. Im Reich der grünen Pflanzen. Wir werden uns die Penis-Chili gleich mal genauer ansehen hier, denn sie ist wirklich wunderschön und vor allen Dingen den Bodenbereich möchte ich euch dann noch etwas näher bringen, noch etwas dazu erzählen. Mal kurz die Banane. Gut, dass wir vorhin reingeguckt haben bei den Pilzen, sonst wären sie mir tatsächlich vertrocknet. Ja, also auch da muss man das Ganze kontrollieren. So, die Banane hat noch ausreichend Feuchtigkeit, wir sehen, die hatten wir vor geraumer Zeit mal getaucht und dementsprechend brauchen wir hier noch nichts zu machen. Die lassen wir einfach weiter stehen hier und beobachten sie. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt, ach so, kalt, ach das war's, ich war gerade kurz draußen, es ist eisig, eisig kalt bei uns, minus 14, minus 15 Grad im Moment, also nicht so der Burner, mal gucken, welche von den Bonsai überleben, aber ich gehe mal davon aus, dass sie alle überleben, aber nun ja, kalt. Ich wurde gefragt in einem Kommentar, wie ist das denn mit den Wüstenrosen? Ich möchte mir gerne Samen bestellen, aber ist das jetzt zu kalt vielleicht? Weil wenn die jetzt über den Transport kommen, nicht wahr, dann werden die natürlich auch kühl, kalt, je nachdem, wie die transportiert werden. Ich habe mir den Spaß jetzt einfach mal erlaubt und habe mir selber Post geschickt. Ja, weißt Bescheid? Ja, nee, ich habe mir Samen einfach mal in eine Verpackung, eine handelsübliche Verpackung gepackt und habe die mir in den Briefkasten geschmissen. Das war vor zwei Tagen, nee, vor drei Tagen, das sind jetzt drei Tage und zwei Nächte sind die jetzt in dem Briefkasten und die werde ich heute Abend herausholen aus dem Briefkasten und dann mal zur Aussaat bringen, um zu gucken, ob die Samen das überlebt haben, ob das möglich ist, denn das interessiert mich jetzt auch. Also dafür nochmal ganz herzlichen Dank für diesen Kommentar. So sieht man, so kommt man dann auch mal wieder auf neue Ideen, etwas auszutesten. Da bin ich echt mal gespannt drauf, ob die Wüstenrosen dann dementsprechend tatsächlich noch keimen oder ob sie die Knicke gemacht haben. Das werde ich euch dann auf jeden Fall berichten. Die Aussaat mache ich allerdings alleine. Nur um das mal kurz am Rande gesagt zu haben. So, und dann schauen wir uns jetzt mal kurz die Chili hier etwas näher an. Das Ganze ist jetzt etwas nass, weil ich das heute Morgen erst wieder gegossen und gedüngt habe mit dem Biodünger. Deswegen steht auch kein kleines bisschen Wasser drin, ist aber nicht so tragisch, denn das bisschen, was hier noch drin steht, das sieht man bald gar nicht, das wird die Pflanze heute noch verbrauchen. Und von daher ist das nicht so tragisch jetzt in dem Fall, weil der Topf doch relativ klein ist im Verhältnis zu der Pflanze. Ja, also hier kann man sehr schön die Wurzeln sehen, weiß, richtig schön knackig. Aber wie gesagt, das wird nicht ständig nass gehalten, so alle zwei, manchmal auch alle drei Tage, je nachdem wie es halt klappt, auch wie das Ganze gegossen. Und das Ganze, ja, sieht also knackig frisch aus. Ich hatte letztens hier sind so ein paar Löcher schon drin in der Erde hier, in dem Erdreich. Und daher kommt hier natürlich auch mehr Sauerstoff rein, auch das natürlich von Vorteil. Ja, die Erdoberfläche, man sieht, ist also wirklich richtig trocken.
Aber nichtsdestotrotz funktioniert das Ganze wunderbar. Ja, die Penis-Chili. Das ist so ein geiles Pflänzchen. Lol. Das ist Bescheid. Ja, komm, ich zeige es euch von oben dann auch nochmal kurz. Mal gucken, ob wir alle Früchtchen jetzt hier entdecken. So, hier haben wir jetzt ein kleines Früchtchen. Das war auf der Seite. Hier ist ein kleines Früchtchen. Und hier war noch ein im unteren Bereich. Hier, das sind also drei im unteren Bereich, die jetzt hier ja, wachsen im Prinzip. Und da würde ich sagen, gehen wir mal etwas höher. Dann jetzt mal wieder hinter der Kamera. Die kriege ich jetzt nämlich so drauf. Jetzt haben wir hier im oberen Bereich eine Frucht, ein Früchtchen. Klein sind die alle relativ, also sind jetzt nicht so lang, nicht wahr? Aber auf die Länge kommt es ja nicht an, du weißt Bescheid. Und hier ist noch eine. Also das sind dann jetzt die drei Früchtchen im oberen Bereich. Wachstum ist jetzt nicht zu erkennen, also sie haben tatsächlich nur Blüten ausgebildet, oder die Pflanze hat nur Blüten ausgebildet, kein Wachstum. Und dementsprechend tankt sie jetzt die ganze Kraft in die Früchte, um sie dementsprechend auszureifen. Machen wir mal kurz was Praktisches. Wir haben jetzt hier diesen unbekannten Sämling, ja, den wir letztens hier oben abgeschnitten hatten, damit er irgendwie hier rauskommt, aber er kommt einfach nicht heraus. Nichts zu machen. Ja, also ich habe mich jetzt dazu entschieden, ihn zu befreien. Das Ganze wird hier in dem Bereich immer dicker. Ich denke mal, dass hier wahrscheinlich die Pflanze auch herauswachsen will. Ja, das schneide ich ihn jetzt so ab einfach oder versuche ich nochmal das Ganze so? Nee. It is too hard. It is... Es ist einfach zu hart. Nee, bringt nichts. So, ich werde den Kopf jetzt hier abschneiden. Zack, bumm, fertig. So, sorry. Ja, dementsprechend können die Keimblätter sich jetzt entfalten. Tja, ich würde sagen, wir schauen uns das morgen oder übermorgen dann nochmal an, ob das dann jetzt was gebracht hat, dass die Keimblätter sich dann dementsprechend jetzt öffnen können. Jetzt ist mir gerade was passiert und zwar habe ich das Schätzchen hier runtergeworfen. Zum Glück ist nur ein kleines Blättchen abgebrochen. Ansonsten hat er es überlebt tatsächlich. Es ist nicht sehr viel Erde hier rausgefallen. Also im Klartext, ich glaube, er wollte mir etwas sagen. Und zwar, er möchte raus hier aus dem Topf. Er möchte umgetopft werden. Also werden wir das jetzt gemeinsam einfach mal machen. Ich ziehe mal vorsichtig raus hier. Ja, wir sehen, wir haben einen wunderschönen, kompakten Wurzelballen und werden das Ganze jetzt gemeinsam eintopfen. Und zwar nicht in diese Erde, sondern in diese Erde. Das ist hier die Terra, nicht Terra 2, nein, das ist diesmal Terra 3. Dort wächst er also tatsächlich besser drin. Ungeschickt lässt grüßen, aber was soll's. Ich habe ja schon mal ein bisschen Erde reingefüllt, ganz locker. Wie gesagt, wir verwenden jetzt die Terra 3 Erde. Nehmen uns das Pflänzchen und stellen das vorsichtig hier mittig rein. Ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, aber ich zeige es euch halt, damit wir das weiter verfolgen können. Terra 3 ist die Erde, die wir mit Leitungswasser angesetzt haben, aufgequollen und dementsprechend aufgedüngt mit Buxal Universal damals. So, leicht andrücken, Erde noch ein bisschen verteilen hier rundherum und das war's. Es macht auch nichts, wenn das Pflänzchen ein ganz kleines bisschen tiefer kommt, das ist überhaupt nicht schlimm. Das Ganze wird jetzt noch ein wenig angegossen. Und dann haben wir diese Pflanze dementsprechend weiter vorbereitet, weil sie es wollte. So, nicht zu viel gießen, die Erde ist feucht, von daher ist es erstmal vollkommen ausreichend. Tja, so kann es gehen, nicht wahr? 1, 2, 3 ist die Tomate dabei. Dschungel. So kann es gehen. Das war jetzt nicht geplant mit der Tomate. Ich denke mal, sie hat es von sich aus so gewollt. Sie wollte einfach angestupst werden. Interessanterweise, Ende Dezember haben wir sie ausgesät. Ende Januar haben wir sie umgetopft hier hinein. Jetzt haben wir Ende Februar. Ja, heute ist noch Februar, genau. Ja, und sie möchte wieder umgetopft werden. Also, was soll's, nicht wahr? Auf diesem Wege nehmen wir das dann wie diese Tomate hier mit. Ja, bleibt es abzuwarten, wie sich weiterentwickelt. Auf jeden Fall habe ich schon mal gesehen, dass sie in dieser Terra 3 besser wächst als in der Biogrow-Erde. Und von daher, nun ja, beobachten wir auch das dann jetzt dementsprechend weiter. So, die eine Pflanze ist noch hinten. Moment mal. Moment, das war diese hier. Das war die, die wir damals in Terra 3 eingepflanzt haben. Um das mal kurz festzuhalten, die ist etwa einen Monat jünger. Die ist also einen Monat älter hier als diese. Und dementsprechend kann man also schon sehen, dass Wachstum hier wesentlich besser ist als in der anderen Erde, wo die andere vorher drin stand. Tja, das nochmal kurz festgehalten und dann
Wollen wir mal gucken, wann sie denn anfangen zu blühen. Ich bin ganz ehrlich, ich gucke jeden Tag danach an der Triebspitze, ob da irgendwann mal sich Blütenknospen zeigen. Ja, ist nun mal so. Mit Tomaten heißt, dann willst du auch sehen, dass sie irgendwann anfangen zu blühen. Da sie ja Zwergform sind, können sie auch relativ früh anfangen. Nur mal ganz kurz hier die Banane gezeigt, von oben im Prinzip jetzt, nicht wahr? Wir hatten ja damals, als wir sie gekauft haben, da war sie noch wesentlich kleiner gewesen, hatte sie braune Blattspitzen überall gehabt und es war damals halt schon relativ kalt draußen, kühl um die Jahreszeit. Da habe ich damals schon gesagt, wird wahrscheinlich von der Kälte kommen und tatsächlich war es so gewesen. Seitdem sie jetzt warm hier drin steht, wächst sie natürlich wesentlich besser. Wird allerdings nicht eingesprüht, sie steht immer hier rum, hier vorne in der Regel, es sei denn, ich stelle mal was anderes hier hin, dann steht sie also tatsächlich hier und man sieht, sie ist quietschgrün. Und gegossen wird sie halt nur, besonders getaucht, dann in dem Sinne, oder sie saugt sich voll, sie steht im Untersetzer, wird gegossen so lange, bis der ganze Pott halt vollgesogen ist. Und dann kommt sie wieder raus. Und ja, es funktioniert wunderbar. So, meine Lieben, reicht für heute. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer der Römisch und viel Spaß mit Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Ja. Und dass die Penis-Chili dann tatsächlich jetzt hier im Winter uns noch beglückt, in dem Sinne, finde ich mega cool, denn sie wollte damals, als wir sie ausgesät haben, nicht wachsen. Die zickten auch alle rum. Ich hatte ja mehrere davon draußen stehen gehabt. Wir hatten allerdings einen kalten Sommer und von daher war das nicht optimal. Und das war jetzt die einzige, die ich dann reingeholt habe und gesagt habe, okay, ich versuche es dann. Vielleicht wird sie dann ja im Raum noch irgendwie ein bisschen was werden. Und tatsächlich, wir haben sie nach wie vor hier in diesem kleinen Topf und wir haben es tatsächlich geschafft, sie hier ja, weiter wachsen zu lassen. Das ist so eine coole Sache. Nun ja, was soll's, nicht wahr? Es geht weiter. Weißt Bescheid? Ciao, ciao. Ja, Licht aus. Wir gehen nach Haus. Tomaten im Haus. Also das steht auf jeden Fall fest, dass wir die eine oder andere auch im Haus weiter heranziehen. Denn sie werden ja nicht so groß. Und von daher wäre das natürlich eine geniale Möglichkeit, sich Tomaten auch im Haus zu halten.